Er darf im oberen Teil nicht zu viel Zeit verlieren. Er muss endlich eine Fahrt ohne Fehler, ohne kleinen Zwischenfall zeigen. Und dann ist vieles möglich für Didier Deschamps. Gefallen die Linie, die war relativ eng gewesen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Da ist der Sullivan Alden davor gefahren, er ist voll dabei. Obwohl er da weiter so durch ist, ja, da muss es dann halt einfach laufen. Da kommen wir nicht mehr zurück. Das hat er wohl getan hier. Direkt. Linkskante direkt. Und schnell, Didier Defago, das läuft rund bisher. Ja, und hätte die direkte Linie können umsetzen. Hätte nicht mehr müssen querstellen vorne, bis du hier ganz gut. Bleibt lange in der Hocke. Einfahrtgeschwindigkeit 102,1 und jetzt halten. Ja, 80,7, alles über 80 ist in Ordnung, ist okay, langen Teilen, hoffentlich ging das gut, er kommt relativ früh hinein in den Haneck-Schuss und damit zur nächsten Zwischenzeit, jawohl, 48 Hundertstel Sekunden Vorsprung für den Fahrer. Mit hohen Tempo, Achtung, die Kurve, raus, Start. Ja, jetzt hat er einen kurzen Moment gelöst, das ist okay. Flieg über den Silberhornsprung, sehr kontrolliert, 34 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Jetzt tun wir drücken. Verhau es nicht im Ziel, ist Didier Deschamps. Ein bisschen Tempo weg. Es kommt gut. Es kommt gut. Naja. Ohne Fehler und schnell Didier Deschamps im Ziel mit der neuen Bestzeit. 2:31,98. Jawohl, das ist aufgegangen heute. Ist ein bisschen weit draussen, hat eine neue Linie genug, ganz eng beim Netz runter und haarscharf genau über die Kante rein. Das war Millimeterarbeit, hervorragend. Wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von Didier Deschamps. Yes! Super, Didier, wenn er das Ziel gefahren ist. Ich sehe, in der Linkskurve antrifft, ist ein Tempo weggenommen. Deschamps führt 39 Hundertstel vor Marcus Sullivan. Dann haben wir Ambrosi Hoppmann auf Position 3. Das ist doch eine gute Ausgangslage für das Schweizer Team hier.